So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Roll the Dice. Ja, bei meiner Montage gestern habe ich einen Kommentar bekommen, der mir doch wieder etwas zu denken gegeben hat. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal über das Balancing in Battlefield 4 geredet und klar, das Spiel ist nicht perfekt und es ist nicht perfekt gebalanced, aber es gibt einfach keine normale Waffe, keine Primary, die overpowered ist. Das muss ich jetzt einfach nochmal vorab sagen. Es gibt sie nicht. Weder die Ace noch die AWS, die Bulldog, was auch immer. Es gibt keine Primary, die overpowered ist. Punkt. Ja, und ich habe da gestern eben bei der Montage einen Kommentar bekommen, der gesagt hat, dass es ja schade wäre, dass ich immer nur mit den OP-Waffen spielen würde oder zumindest in dieser Montage es nur getan hätte. Und ja, daraufhin musste ich mir dann erstmal die schlechteste Waffe nehmen, die ich so finden konnte. Also die QBZ-951 ist, glaube ich, eine der Waffen, die ich am seltensten irgendwie in Benutzung sehe. Sicherlich nicht die schlechteste. Es gibt da noch so die CBJMS, diese hässliche kleine PDW. Die ist, glaube ich, noch schlechter eigentlich, aber. Ja, die QBZ-951 macht schon sehr wenig richtig. Wir können uns mal kurz die Statistiken von Synthic angucken. Und da werden wir sehen, sie hat halt eine sehr niedrige Feuerrate. Unter den Assault Rifles eine der niedrigsten. Darunter liegt, glaube ich, nur noch die SCAR-H und die SAR-21. Die SCAR-H hat den Vorteil, dass sie eben, sag schon, den höheren Schaden hat. So, kurzes Brainlag. Die QBZ-95 hat aber eben nur den 2518 Standard Assault Rifle Schaden. Die SAR ist vergleichbar. Die hat ein gleiches Schadensmodell und eine noch niedrigere RPM. Was die SAR meiner Meinung nach aber noch besser macht, ist der niedrige Recoil. Denn die hat auf beiden Seiten 0,2, das ist ein bisschen, also ich meine, das nimmt sich jetzt nicht viel zu QBZ, da ist die eben sogar besser, minimal, aber die QBZ hat dafür mehr Recoil nach oben und den kann man zwar recht leicht kontrollieren, aber dennoch ist er da und vor allem hat sie eine echt lange Reload-Zeit, also für eine Waffe, die eigentlich so viele Schwächen schon hat, ist sie mit dem Reload eben auch nicht gerade auf der guten Seite. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal dieses Video machen, um zu zeigen, es geht eben auch mit vermeintlich schlechten Waffen, denn die sind nicht so viel schlechter als die anderen. Natürlich ist diese Waffe hier aufgrund ihrer Statistiken nicht unbedingt empfehlenswert. Aber wenn man sich eben richtig aufstellt, im Sinne von, hier seht ihr es, ich habe dann Gegner gesehen, der sich weggedreht hat, also wollte ich von hinten kommen. Ich meine, ich habe ihn dann nicht mehr erwischt, weil er vorher getötet wurde und ich bin dann ins Duell mit den beiden hier gegangen und dem und hatte da eigentlich den Nachteil, aber konnte sie dann trotzdem holen. Das, ja, lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die Waffe so toll ist, aber dass ich vielleicht da einfach die schnellere Reaktion hatte oder mein Fadenkreuz eben genau an der richtigen Stelle und mein Gegner gerade auf den Boden geguckt hat oder was weiß ich was. Aber ich will eben sagen, das liegt jetzt eben, so eine Killstreak liegt nicht unbedingt an der Waffe. Ich meine, ihr seht ja vielleicht auch, die Waffe, die ich hier die ganze Zeit spiele, die hat nicht mal irgendwie ein Visier drauf. Das liegt daran, dass ich die QBZ vorher, glaube ich, so gut wie nie gespielt habe. Einfach weil natürlich will ich nicht unbedingt die Waffe spielen, die mir einen Nachteil gibt. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen okay und gut oder gut und besser, dann nehme ich natürlich das, was ein Stück besser ist. Also ich meine, es wäre ja dumm, mir da Nachteile zu geben. Insofern, ja, ich kann verstehen, dass man nicht immer die gleichen Waffen sehen möchte. Deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen zu switchen, was ich benutze. Aber ich denke, es ist eigentlich nur nachvollziehbar, wenn man sich eben selber nicht allzu viele Nachteile verschaffen möchte. Diese Runde hier lief jetzt so gut, dass ich am Ende sogar, wie ihr schon im Intro gesehen habt, des Hackens beschimpft werde. Tja.
Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, außer Watch Me Hack on YouTube. Also ich denke, man sieht recht gut, dass das hier alles andere als Hacks sind. Aber dass ich eben häufig auch gut zu den Gegnern stand, die ich geholt habe. Also ich habe einfach, gerade weil ich eben unterlegen war, weil ich diese Waffe komplett nackt und ohne jegliche Attachments spiele, weiß ich eben, ich bin im Nachteil. Und dann versuche ich mich einfach besser in Deckung zu bringen, versuche meine Gegner eher von hinten zu erwischen. So, dann nehme ich eben, versuche ich mir Vorteile zu verschaffen, die aber nicht OP sind. Also um darauf nochmal einzugehen. Wenn jemand von OP spricht, dann spricht er eigentlich von etwas, was so dermaßen unbalanced und übermäßig stark overpowered ist, dass man es eben nicht irgendwie kontern kann, dass es da keine Antwort drauf gibt, dass es so stark und so überstark, dass man eben damit alles dominiert, einfach nur wegen der Waffe. Dazu fällt mir ein, Battlefield 3 hatte das. Battlefield 3 hatte am Anfang die USAS mit Frag Rounds, mit der hat man einfach alles dominiert. Die war einfach overpowered. Bei Battlefield 4 gibt es das nicht. Also, wie gesagt, QBZ, keine starke Waffe. Wenn man mit ihr dominieren möchte, dann kann man auch mit der dominieren. Man kann mit jeder Waffe im Spiel nette Killstreaks holen. Und das eben, weil dieses Spiel doch ein gewisses Balancing besitzt. Und ja, dementsprechend, wenn ihr mich mal wieder Skaha spielen seht, dann einfach, weil ich mit der Waffe gerne spiele. Und ja, wenn euch das zu langweilig wird, dann guckt die Videos nicht. Also, sorry. Aber das ist meine Meinung dazu. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.